Hallo zusammen, ich begrüße euch zu einem neuen Kapitel hier auf meinem Bücherkanal. Mein Name ist Pia und heute möchte ich euch die 12 Bücher zeigen, die ich 2022 unbedingt lesen möchte. Es ist endlich da, mein Video mit den 12 für 2022, denn auch für dieses Jahr habe ich mir diese Challenge wieder gesetzt, obwohl sie im letzten Jahr nicht so erfolgreich war, mit nur 4 gelesenen Büchern von diesen 12. Aber 2022 soll alles anders werden. Ich bin hochmotiviert. Ihr werdet jetzt sehen, welche 12 Bücher ich mir für 2022 rausgesucht habe, die ich unbedingt lesen möchte. Ich mag diese Challenge sehr, sehr gerne. Und bin ja sehr gespannt, wie das Ganze funktionieren wird. Letztes Jahr bei dieser Challenge habe ich das so gemacht, dass ich sehr viele Subleichen auf diesen Stapel gepackt habe, was mich dann irgendwie nicht ganz so motiviert hat, eher zu diesen Büchern zu greifen. Und das habe ich dieses Jahr so ein bisschen anders gemacht. Es ist dieses Jahr wirklich so eine bunte Mischung aus Büchern, die ich wirklich unbedingt, unbedingt, unbedingt lesen möchte. Aber auch so ein paar Bücher, die schon länger dastehen. Und es sind auch ein paar von meiner Liste von letztem Jahr mit 12 Büchern, ja, auf den diesjährigen Stapel rübergehüpft. Wie immer freue ich mich sehr, wenn ihr diesem Video einen Daumen nach oben gebt, wenn ihr mich unterstützen möchtet. Und schreibt mir auch gerne in die Kommentare, ob auch ihr euch so eine Challenge gesetzt habt für dieses Jahr oder ob ihr von solchen Challenges generell nicht so viel haltet. Lasst es mich gerne wissen, wir legen jetzt los. Ich fange an mit den Büchern, die auch schon letztes Jahr auf dieser Liste standen. Das sind insgesamt 3 Stück. Und eines davon ist halt tatsächlich auch so eine richtige Subleiche von mir. Und zwar ist das Blackout von Mark Ellsberg. Und dieses Buch liegt schon sehr, 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 sehr lange bei mir rum. Aber ich bin ja immer noch fest dazu entschlossen, es zu lesen. Ich hatte das ursprünglich gar nicht für mich gekauft, sondern mal für meinen Mann. In der Hoffnung, dass er halt auch mal Lust hat zu lesen. Aber ich habe halt nicht bedacht, dass, ja, das, wie viele Seiten hat das? Ja, das hat halt doch schon so an die 800 Seiten, dass das doch eher einschüchternd ist als ja, Nichtleser. Und auch mich, muss ich sagen, haben diese 800 Seiten immer so ein bisschen eingeschüchtert. Aber ich finde, die Geschichte klingt einfach so, so spannend. Es geht ja hier darum, dass nach einem vermeintlichen oder vermutlichen Hackerangriff der Strom komplett ausfällt. Ich glaube, in ganz Europa, genau, es brechen in Europa alle Stromnetze zusammen. Es gibt hier einen Informatiker, der vermutet halt einen Hackerangriff dahinter, aber dann gerät wohl er ins Visier, dass er wohl dafür verantwortlich sein soll. Jedenfalls deuten einige E-Mails, die bei ihm auf seinem Computer gefunden werden, darauf hin. Und was das Ganze jetzt, ja, was es damit auf sich hat, das möchte ich unbedingt lesen. Buch Nummer 2, das schon letztes Jahr auf meiner Liste stand, ist Die Spiegelreisende, die Verlobten des Winters von Christelle Dabot. Das ist ja der erste Band der Spiegelreisenden-Reihe und ich habe dieses Buch, ich glaube, letztes Jahr zu Weihnachten bekommen. Und also Weihnachten 2020. Und diese Reihe macht mich so neugierig, weil einerseits liest man, die ist so gut und andererseits liest man halt so, ja, geht so. Aber ich möchte es unbedingt selber erfahren. Ich möchte mir da unbedingt selber ein Bild von machen. Es geht hier um Ophelia. Ophelia? Ophelia hat die besondere Gabe, dass sie durch Spiegel reisen kann. Deswegen die Spiegelreisende und sie lebt wohl auf der Arche Anima, heißt das. Und das Ganze ist halt so ein Fantasy-Roman und sie soll dann aber den adligen Thorn heiraten und sie muss halt auf den, an irgendeinem Pol, sie soll auf den eisigen Pol ziehen, steht hier und ja, ich bin richtig in Laune für Fantasy und ich möchte mit dieser Reihe wirklich endlich mal loslegen und bin sehr gespannt, wie mir das Ganze gefallen wird und wenn, ich habe ja einen neuen Vorsatz, ne, rein jetzt halt auch da mal hintereinander wegzulesen. Wenn ja, mir dieser Teil gefällt, möchte ich dann auch zügig damit weitermachen. Mit der Reihe meine ich natürlich. Dann möchte ich endlich mal Ein wenig Leben von Hanya Yanagihara lesen. Wie gesagt, stand schon auf meiner Liste fürs letzte Jahr und ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, ich habe so ein bisschen Angst vor diesem Buch, deswegen greife ich halt nicht dazu. Ich glaube halt, es ist so die Art von Buch, die mich ja unglaublich begeistern wird. Aber ich glaube, man liest ja so viel darüber, dass das so emotional ist und erschütternd und einen halt wirklich mitnimmt. Und ich fühle halt bei Büchern extrem mit, muss man sagen. Und ich habe halt hier so ein bisschen Angst, dass mich das halt wirklich
ja, komplett zerstören wird. Und es geht hier wohl um eine Gruppe von Freunden, es geht um Freundschaft, es geht um Liebe, glaube ich. Und ja, ein wenig Leben ist zugleich realistischer Roman und Märchen, ein rauschhaftes, mit kaum fasslicher Dringlichkeit erzähltes Epos über Trauma, menschliche Güte und Erlösung, das sich an die dunkelsten Orte begibt, an die Literatur sich wagen kann und dabei immer wieder zum hellen Licht durchbricht. Es gibt ja auch Leute, habe ich gehört, die sich halt partout weigern, dieses Buch zu lesen, aber von denjenigen, von denen ich weiß, dass sie es gelesen haben, da hört man ja eigentlich nur ziemlich Gutes. Deswegen am liebsten noch im Frühjahr möchte ich das dann endlich lesen. Dann habe ich mir Niemandswelt von Marisha Pessl auf die Liste gesetzt. Und das steht auch auf meiner Leseliste für den Januar. Ich möchte wirklich möglichst jeden Monat ein Buch von dieser Liste lesen. Und das hier war eins meiner Neuzugänge aus dem letzten Jahr. Ich glaube, das war bei einer Rebuy-Bestellung dabei. Und ich liebe ja solche Geschichten, in denen es um Zeitschleifen geht. Und genau das ist so eine Geschichte. Es geht hier um eine Gruppe von Jugendlichen und sie haben sich eigentlich so ein bisschen aus den Augen verloren, nachdem einer ja aus dieser Gruppe verstorben ist. Unter sehr mysteriösen Umständen, muss man sagen. Die Freunde treffen sich dann aber nach einem Jahr wieder und dann passiert aber Folgendes, sie haben einen Fast-Autounfall, fahren wieder in das Haus zurück, in dem sie übernachten. Und dann klopft es aber mitten in der Nacht an der Tür und es steht ein alter Mann. Und dieser Mann sagt, ihr seid in der Niemalswelt gefangen. Dieser Autounfall ist tatsächlich passiert und es wird nur einer von euch überleben. Und ihr müsst abstimmen. Und solange diese Abstimmung nicht einstimmig passiert ist, werdet ihr diesen Tag immer wieder erleben. Ich habe das schon angefangen zu lesen und diese Zeitschleife ist so ein bisschen anders, als ich es erwartet habe. Aber ich muss sagen, ich bin sehr gefesselt von dieser Geschichte. Ich finde es, ich mag sowas ja total gerne. Und deswegen bin ich sehr gespannt, wie es mir hier weiterhin gefallen wird. Einen Klassiker habe ich auch auf die Liste gesetzt und zwar Little Women von Louisa May Alcott. Und ich habe hier diese wunderschöne Schmuckausgabe aus dem Koppenrad Verlag zu Weihnachten geschenkt bekommen, über die ich mich sehr, sehr, sehr gefreut habe, denn sie stand schon, so eine längere Zeit auf meiner Wunschliste. Und ich mag diese Geschichte sehr gerne. Beth und ihre Schwestern ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Das heißt, die eigentliche Geschichte ist mir bereits bekannt. Und ich hatte auch schon mal eine Version dieses Buches, das allerdings für Kinder gemacht hat. Da war die Geschichte extrem zusammengekürzt und halt, ich glaube, auch so ein bisschen umgeschrieben, so ein bisschen kindgerechter geschrieben und so. Und ich mag einfach diese Geschichte an sich total gerne. Ja, und deswegen, ja, hatte ich schon länger auf dem Schirm, endlich mal die komplette Ausgabe zu lesen. Und als ich dann diese wunderschöne Schmuckausgabe gesehen habe, war es um mich geschehen. Und ich habe gesagt, ich muss sie haben und ich möchte sie auch tatsächlich lesen. Und das auch unbedingt 2022. So, dann habe ich hier ein Buch, das ich schon sehr, sehr lange hier habe. Also es gehört tatsächlich auch zu meinen Subleichen. Und ich habe gerade seit Ende letzten Jahres total Lust, was von Agatha Christie zu lesen. Und ich habe ein Buch hier, deswegen habe ich keins gekauft. Und zwar ist das das fehlende Glied in der Kette. Und das ist meines Wissens nach auch der erste Teil der Hercule Poirot-Reihe. Also hier steht drauf, es ist tatsächlich der erste Roman von Agatha Christie. Und also hier hinten steht nur drauf, es treten auf eine mit Strychnin vergiftete Dame, ein verdächtiger Ehemann, ein Gärtner als Zeuge, eine verliebte junge Frau, ein falscher Spion und zum ersten Mal Hercule Poirot. Und wie gesagt, ich bin richtig in Stimmung auf sowas, auf so einen klassischen Detektivroman. Und ich habe noch nie was von Agatha Christie gelesen und ich finde, es ist an der Zeit. Es muss mal sein. Und ich habe hier diese kleine Ausgabe mal geschenkt bekommen. Und ich möchte sie jetzt endlich mal lesen. Ja, worum es sonst geht, ehrlich gesagt, weiß ich nicht. Hier steht, Moment. Hercule Poirot hat einen Fall einer ermordeten Frau zu lösen, die, wie hinten drauf steht, mit Strychnin vergiftet wurde. Und der Ehemann scheint halt sehr verdächtig zu sein. Aber der schlaue Ermittler stellt sehr schnell fest, dass der Ehemann nicht derjenige gewesen sein kann, der dieses Gift gekauft hat. Und er macht sich auf die Suche, wer der Täter ist. Und freue ich mich sehr drauf.
habe eben noch erzählt, ne, ich habe nicht so viele Subleichen draufgepackt, aber es sind doch so ein paar geworden, merke ich jetzt gerade. Die nächste ist nämlich eigentlich auch eine. Aber wie gesagt, alles Bücher, die ich wirklich unbedingt lesen möchte. Und zwar dieses hier, Bird und ich und der Sommer, in dem ich fliegen lernte, von Crystal Chan. Wunderschönes Buch und steht schon viel zu lange ungelesen bei mir rum. Und ich glaube, das ist auch so eins dieser Bücher. Ich meine, die Schrift ist relativ groß. Das ist halt, ich glaube, ja, für eher ein jüngeres Publikum eigentlich. Und ich glaube, das ist so ein Buch, das man wirklich ruckizucki weggelesen hat. Hier geht es um Jule. Und Jule hat einen neuen Freund gefunden, nämlich John. Und John lässt Jule mutiger werden. Und zwar dahingehend, dass Jule sich endlich damit beschäftigt, was am Tag ihrer Geburt wohl passiert ist, denn genau an dem Tag starb ihr Bruder und sie traut sich jetzt endlich Fragen zu stellen, was damals alles passiert ist. Das heißt, wir haben halt hier so ein, ja, wie so eine Familiengeschichte, so ein Geheimnis, was ist mit dem Bruder passiert und was für eine Rolle spielt Jule in dem Ganzen. Ich glaube, das könnte eine sehr, sehr schöne Geschichte sein und wie gesagt, ich glaube, relativ schnell gelesen. Freue ich mich auf jeden Fall drauf. Und wie gesagt, ich finde, die sieht so schön aus. So, jetzt kommen wir so ein bisschen zu den neueren Büchern. Und zwar ein Fitzek. Der Seelenbrecher von Sebastian Fitzek ist im Rahmen eines Wanderpakets hier bei mir eingezogen. Ich lese Sebastian Fitzek sehr gerne. Hier geht es darum, dass wohl ein Massenmörder sein Unwesen treibt, der sogenannte Seelenbrecher, beziehungsweise, sie werden gar nicht ermordet, sondern, sie tauchen lebendig wieder auf, aber es wurden halt ja unfassbare Dinge mit ihnen angestellt. Und die Polizei nennt diesen Mann der Seelenbrecher. Und dann stellt sich heraus, dass in einer psychiatrischen Anstalt der Seelenbrecher scheinbar dort eingeliefert wurde, ohne dass irgendjemand das bemerkt. Und dann findet aber wohl ein Schneesturm statt. Das heißt, es kommt keiner raus, keiner rein. Sie sind völlig abgeschnitten mit dem Seelenbrecher dort in dieser Luxusklinik. Psychiatrische Luxusklinik steht da. Ja, ich meine, Fitzek, das sind solche Romane, die kann ich nicht aus der Hand legen. Die lese ich so weg, weil Fitzek einfach ein Meister der Cliffhanger am Ende eines Kapitels ist, wie ich finde. Vor gar nicht allzu langer Zeit bei mir eingezogen ist Das Land der Anderen von Leila Slimani. Und das war, glaube ich, letztes Jahr im Oktober bei mir eingezogen. Und ich habe damals, als ich es gekauft habe, schon gesagt, oh, ich möchte das unbedingt jetzt sofort lesen. Ich glaube, es ist im September eingezogen. Ich hatte es auf meine Leseliste für Oktober gesetzt. Und im Oktober, ich weiß nicht mehr, was da passiert ist, aber da habe ich mich an kein einziges Buch meiner Leseliste gehalten. Deswegen habe ich es dann doch nicht im Oktober gelesen. Aber jetzt 2022, endlich. Es geht hier um Mathilde. Und das Ganze spielt Ende des Zweiten Weltkrieges. Und Mathilde verliebt sich in einen marokkanischen Offizier im Dienst der französischen Armee. Und Mathilde verlässt ihr behütetes Leben in Frankreich und sie zieht mit Emin, heißt er, glaube ich, nach Marokko und beginnt dort ein neues Leben. Aber das ist nicht so leicht und nicht so romantisch etc., wie sie sich das vorgestellt hat. Und darauf freue ich mich wirklich sehr. Das war ein Buch, das habe ich im Rahmen so einer Blind Book Date Challenge mich selber irgendwie gekauft. Das heißt, ich habe das gekauft und wusste nichts über den Inhalt, habe zu einer Buchhändlerin gesagt, welches Buch muss man gelesen haben? Und sie hat mir dieses hier gegeben. So der Gedanke im Kopf, das ist halt eins, dass sie, diese Buchhändlerin, das zu einem Buch erklärt hat, das man gelesen haben muss, macht mich einfach extrem neugierig drauf. Nochmal ein bisschen was Spannendes, und zwar The Magpie Society von Zoe Suck und Amy McCulloch ist der erste Teil. Dieser hier heißt One for Sorrow. Zoe Suck ist vielen von euch, glaube ich, ein Begriff. Als sie angefangen hat, über dieses Buch in ihren Videos zu reden, war für mich eigentlich ziemlich schnell klar, das möchte ich gerne lesen, das klingt genau nach meinem Geschmack. Das ist so ein Murder Mystery, das an einem Internat spielt. An Illumin Hall heißt dieses Internat und es wird dort eines Tages die Leiche eines Mädchens, glaube ich, angespült. Und die Geschichte wird im Wechsel von zwei Protagonistinnen erzählt, nämlich einmal von Audrey, die neu an dieser Schule ist, und von Ivy, die schon eine ganze Weile dahin geht. Die beiden sind, Zimmernachbarinnen. Dass die Leiche dieses Mädchens angespült wurde, ist noch nicht alles. Das Mädchen hieß wohl Lola. Eines Tages gibt es dann nämlich plötzlich einen neuen Podcast. Und dieser Podcast, ich glaube, die erste Folge heißt I Know Who Killed Lola and One of You Is Next.
ja, was es damit dann auf sich hat, möchte ich unbedingt erfahren. Mittlerweile ist auch schon der zweite Teil auf Englisch erschienen, auf Deutsch noch nicht. Ich glaube, den ersten gibt es schon auf Deutsch. Aber ja, freue ich mich sehr drauf. Ich möchte jetzt in diesem Jahr ja wieder so richtig an meinen Reihen arbeiten, endlich weiter abbauen. Deswegen habe ich mir auch die Fortsetzung einer Reihe darauf gesetzt, und zwar von der Sieben-Schwestern-Reihe, nämlich die Mondschwester von Lucinda Riley. Ich mag diese Reihe sehr, sehr gerne. Das müsste der fünfte Band sein, meine ich. Der vierte steht gerade bei mir und wird hoffentlich bald gelesen. Und den fünften habe ich mir jetzt dann halt auf 12 für 2022 gesetzt. Und ich liebe diese Reihe einfach. Bisher mochte ich wirklich jedes Buch. Ich glaube, es war fast jedes Buch dieser Reihe, die ich bisher gelesen habe. Also Band 1 bis 3 habe ich gelesen. Und ich glaube, es waren alles für mich bisher 5-Sterne-Bücher. Und ich bin sehr gespannt, wie es in Band 4 und in Band 5 weitergeht. Man kann hier so ein bisschen immer über den Inhalt erzählen, ohne über die ganze Reihe zu spoilern, weil jeder Band ja eine von 6 Schwestern zur Protagonistin hat. Diese 6 Schwestern bekommen von ihrem Adoptivvater, der sehr plötzlich verstorben ist, jede einen Hinweis auf ihre eigentliche Herkunft, und in jedem der Bücher gehen sie dieser Herkunft danach. Aber es gibt auch noch so einen Mystery-Anteil, der sich halt durch alle Bücher zieht. Und ja, ich mag diese Reihe einfach sehr und freue mich sehr darauf, dann endlich weiterzulesen. Puh, das letzte Buch für heute. Dann reicht es auch, würde ich sagen. Und zwar ist das Das Geheimnis der Schwimmerin von Erika Swaler. So ein Frauengeheimnisroman, was ich sehr, sehr gerne lese. Es geht hier um, wie heißt er, Simon. Und Simon findet eines Tages vor seiner Tür, glaube ich, ein altes Buch. Und dieses Buch, ja, zieht ihn sofort in seinen Bann, denn es erzählt von einer großen Liebe und vom tragischen Schicksal einer ganzen Familie, nämlich von Simons eigener Familie. Und in dieser Familie ist nämlich das Kuriose, dass die Frauen dieser Familie alle ertrinken, beziehungsweise ja im Wasser den Tod finden, und zwar immer am 24. Juli. Twist an der ganzen Sache ist, dass Simons Schwester wohl zu Besuch kommt, und sie verhält sich aber auch so ein bisschen merkwürdig, und der 24. Juli steht bevor. Das heißt, ja, man fragt sich natürlich, so wird auch Simons Schwester diesem Fluch oder was auch immer das ist, zum Opfer werden, wird auch sie im Wasser den Tod finden, und was hat es überhaupt mit diesem Buch auf sich? Also ist das ein Tagebuch oder ist das ein Roman oder was, der über seine eigene Familie? Also mir stellen sich da ganz, ganz viele Fragen, und ich freue mich sehr darauf, sie dann endlich 2022 beantwortet zu bekommen, hoffentlich. Das waren sie, meine 12 für 2022. Wie gesagt, hier, hochmotiviert, ne, da richtig loszulegen. Und wie gesagt, im Januar habe ich schon angefangen. Das erste Buch lese ich gerade. Es gefällt mir sehr und freue mich, da weiterzulesen, und bin schon sehr gespannt, welches Buch davon ich im Februar lese. Gib mir doch mal einen Tipp in den Kommentaren, welches Buch von dieser Liste ich im Februar lesen soll. Und dann sehen wir uns hoffentlich nächste Woche zum nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss.